Heute werde ich euch zeigen, wie ihr einen Ocean Shader erstellen könnt, und zwar mit Hilfe von Modifiern. Bleibt also dran. Öffnet zunächst ein neues Projekt und fügt wieder, wie im Tutorial vom Holzboden, eine Plane hinzu. Skaliert sie ungefähr auf 5. Dann haben wir nämlich danach einen großen Ozean. Dann geht ihr zu den Modifiern und wählt bei den Physics den Ocean aus. Jetzt sehen wir, der Ocean hat sich vergrößert und ist viel größer geworden. Hätten wir ihn klein gelassen, würde er so aussehen, aber mit Größe 5 ist er ein bisschen größer. Ganz einfach, Repeat X und Y heißt einfach, dass wir die Textur sozusagen repetieren lassen wollen. Resolution im Viewport und im Render bedeutet, wie hochauflösend ihr die Wellen zum Beispiel haben wollt. Geben wir mal 20 ein und schon seht ihr, dass die Auflösung etwas höher ist. Mit Time stellt ihr ein, wo sich der Ozean befindet. Also ihr könnt nach vor und zurück gehen auch. Und natürlich, was ziemlich cool ist, animieren. Drückt dazu einfach I und geht dann zum Beispiel hier 220 oder 100. Das wären dann hier in diesem Fall also 4 Sekunden. Und macht dann auf 4 hinauf. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass der Ozean beschleunigt, dann so bleibt und dann wieder abbremst. Das wollen wir nicht machen. Dazu, um das zu lösen, machen wir einfach eine lineare Animation als Interpolationstype. Wie man das macht im Übrigen und die Viewport-Animation umstellt, habe ich euch in diesem kleinen Tutorial hier gezeigt. Schaut gerne vorbei. Jetzt haben wir also eine lineare Animation der Wellen. Sieht schon eigentlich ziemlich gut aus. Wie man einen Ocean Shader übrigens macht, habe ich euch hier gezeigt. Den werden wir jetzt ungefähr gleich so machen. Die Size des Ozeans, wir können ihn natürlich größer machen oder kleiner machen, auf 1. Und Spatial Size bedeutet, wie groß die Abstände sind. Das wäre jetzt ein Ozean, der ziemlich abgeht. 25 wäre ein bisschen größer, 50 ist die Voreinstellung, 100 ist ein ziemlich ruhiger Ozean. Dafür sind eben die Wellen auch groß. Machen wir mal 50 wie vorhin. Und natürlich könnt ihr noch einen Random Seed einstellen, wie euer Ozean aussehen soll. Bei 1 können wir einfach anfangen. Also wir können also beliebig viele Sachen hier machen. Natürlich auch alles animieren. Repeat können wir jetzt sehen. Macht den Ozean dann einfach größer. Und natürlich auch laggiger im Viewport. Das heißt, das sollte man nur machen, wenn man den eben rendert. Und natürlich die Rendereinstellungen auch etwas höher machen. Das kann man durchaus tun. Ihr könnt auch noch Normals generieren. Zu den Waves können wir die Skalierung einstellen. 2 sind, wie man sehen kann, viel größere Wellen. 0,5 viel kleinere Wellen. Das ist ein ruhiger Ozean. Machen wir mal 1. Dann könnt ihr noch die kleinste Welle, die es geben kann, einstellen. Das wäre 1 cm und hier hätten wir 10 cm als kleinste Welle oder 1 Meter. Wir machen jetzt die kleinste Welle auf 1 cm wieder. Choppiness stellt, wie man sehen kann, ein, wie viele Interaktionen es gibt mit dem Ozean, also die Bewegtheit des Ozeans. Das können wir also wieder zurückstellen oder auf 2,5 zum Beispiel machen und so seht ihr dann, wie viele Bewegungen es gibt und auch wie viele Interaktionen es mit den Wellen gibt. Dann könnt ihr noch die Geschwindigkeit des Windes einstellen, halbieren wäre es so. So wäre es dann noch ein bisschen weniger. Und hier seht schon, es kommt dann an die Grenzen. Windgeschwindigkeit etwas höher. Ihr könntet auch theoretischerweise dann den Wind animieren. Wobei, wie wir sehen können, nicht viel passiert für die Waves. Dann könnt ihr noch Foam aktivieren, also Schaum. Und ihr könnt noch ein Baking vornehmen, das ihr, das machen wir jetzt mal kurz, klicken wir auf Bake. Und nun, wie wir sehen können, wird der Ozean gebacken. Ich melde mich wieder, wenn der Backvorgang abgeschlossen ist. Das Baking ist abgeschlossen und ihr könnt euch das Baking natürlich so vorstellen wie bei der Rauchanimation. Ein eigenes Tutorial dazu habe ich euch auch verlinkt. Jetzt sehen wir, dass der Backvorgang abgeschlossen ist. Das bedeutet, ihr habt nun einen fertigen Ozean. Natürlich müsst ihr dann, wenn ihr was verändern wollt, den
Bake wieder löschen. Jetzt geht es weiter, nämlich mit dem Shader. Und wir machen da jetzt erstmal eine Sonne wieder hin. So machen wir die Sonne. Und wir können auch im Übrigen so ein Abendrot machen, wenn ihr wollt. Dann haben wir also, wie wir sehen können, auch schon eine Einfärbung. Und was wir auch noch machen, ist ganz kurz ein HDI reinladen, damit wir die Reflektionen sehen. Das macht ihr, indem ihr hier auf Color, auf diesen gelben Kreis geht und dann zu Environment Texture. Und dann öffnen wir einfach aus unserem HDI-Ordner ein HDI. Ich würde sagen, wir nehmen auch ein HDI von einem Ozean Above the Sea zum Beispiel. Und nun haben wir also ein HDI und wir können auch noch, wenn wir das wollen, die Sonne so ausrichten, dass sie dann aus der Richtung auch kommt. Jetzt haben wir natürlich eine weiße Fläche, das wollen wir ja nicht unbedingt so behalten. Und deswegen machen wir den Shader Editor auf und werden hier ein paar Einstellungen vornehmen. Zunächst mal würde ich sagen, wir stellen die Farbe ein, die Base Color, vielleicht ein bisschen blau und die Farbe nach unten. Was ist eigentlich durchsichtig? Nur die Atmosphäre spiegelt das wieder. Sehen wir im Übrigen hier. Aber wir können trotzdem, wenn wir nicht blau machen. Dann machen wir Roughness ein wenig nach unten. Aber vielleicht nicht zu sehr, dass es nach Plastik aussieht, sondern nach Ozean. Das ist vielleicht zu viel, wenn wir hier hinten vergleichen. Machen ein bisschen weniger vielleicht. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Dann können wir natürlich Specular verändern. 0 wäre natürlich viel zu wenig und 1 wäre viel reflektierend. Und wie wir sehen können, das macht er ja auch. So würde ich Specular bei ungefähr 1 belassen. Hier sehen wir eine schöne Spiegelung. Wenn ihr nun Objekte unter Wasser haben wollt, könnt ihr ganz leicht mal eine Plane hinzufügen und das Wasser setzen. Und noch zusätzlich, wenn ihr wollt, einen Glas-Shader hinzufügen. Mit einem Glas-Shader im Übrigen können wir dann auch die Lichtbrechung einstellen. Wir wissen, dass wir die Roughness-Farbe hier einstellen. Umso weniger, umso näher dran sind wir am Original. Und hier können wir noch Roughness-Veränderungen machen. Aber Roughness wird ja hierdurch eingestellt. Das heißt, wir können bei 0 lassen und den Index of Refraction können wir ganz einfach im Internet nachschauen. Eine Liste mit Index of Refractions habe ich euch im Übrigen verlinkt. Wasser hat bei 35 Grad Celsius einen Index of Refraction auf 1,325. Wodka im Übrigen fast so ähnlich. Das heißt, wir stellen hier ein 1,325. Nun habt ihr einen fertigen Ozean. Wie gesagt, man könnte noch Glas hinzufügen. Und ihr könnt ihn jetzt abspielen lassen. Natürlich wird das nicht so gut aussehen, aber mit der gerenderten Einstellung von ungefähr 50 Punkten für die Auflösung können wir jetzt einen kleinen Render erstellen. Jetzt kommt noch das Endresultat. Hier ist es. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen und für eure Unterstützung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo ich euch zeige, wie man Viewport-Render betreibt. Macht es gut und bis zum nächsten Tutorial.